Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar 180 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2030. Wissenschaftlich geboten, ökonomisch unvernünftig. Veranstaltet wird diese Diskussionsreihe durch das House of Energy Markets and Finance an der Universität Duisburg-Essen. Und das HEMF selber, das ist die Abkürzung, also das House of Energy Markets and Finance, ist eines der führenden Forschungsinstituten in Deutschland für an der Schnittstelle zwischen Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Egbert Läge und ich bin Beirat in dem HEMF und werde Sie in den kommenden 90 Minuten durch den Nachmittag führen und werde diese Veranstaltung moderieren. Für uns ist das auch ein kleines Novum, das als Online-Veranstaltung zu machen. Aber wir haben uns aufgrund der Umstände selbstverständlich dafür entschieden, das in diesem Format zu halten. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass bei allen Teilnehmern und auch bei uns die Bandbreiten über die nächsten 90 Minuten und die gesamte Technik ausreicht, dass wir das hier gut umsetzen können. Angemeldet, das ist ja sonst der Moment, wo man sich im Saal immer umguckt, wer ist denn eigentlich da? Angemeldet haben sich ungefähr um die 150, etwas mehr als 150 Personen. Und dann kann ich heute zum Ende auch nochmal sagen, wie viele sich dann tatsächlich auch hier heute mit eingewählt haben. Und vielleicht haben Sie es auch schon bemerkt, wenn wir gerade bei den sozusagen technischen, administrativen Dingen sind. Sie können Ihr Mikrofon und Ihre Kamera wird nicht mit den anderen geteilt. Sie sehen also praktisch nur die Podiumsteilnehmer. Und das ist auch so gewollt und so wird es die ganze Zeit bleiben. Sie können aber, und dazu möchten wir Sie auch wirklich gern auffordern, jederzeit gern über die Chat-Funktion Fragen stellen, die wir dann in der anschließenden Podiumsdiskussion versuchen, vollständig, soweit wie das geht, dann auch mit aufzugreifen. Ein letzter Hinweis: Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und Sie werden dann in einigen Tagen die Aufnahme und auch alle Folien, die gezeigt werden, dann später auf unserem Link finden. Soweit die technischen Ground Rules und dann denke ich, können wir anfangen. Anfangen und in den Inhalt gehen. Und da freue ich mich sehr, dass Sie heute hier so zahlreich erschienen sind. Denn es geht um ein sehr, sehr wichtiges Thema, ganz zentrales Thema in unserer Gesellschaft. Und wenn wir uns dieses Thema anschauen und auf die Klimaneutralität schauen, dann ist es das große Ziel, was wir uns gegeben haben als EU, aber auch in Deutschland, die Verpflichtung, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Und die Frage, die sich da natürlich sofort anstellt, ist, wie kommen wir da jetzt eigentlich hin? Und es ist natürlich absolut unerlässlich, eine klare Zielrichtung für die ferne Zukunft zu haben. Und mit 2050 meine ich die ferne Zukunft. Aber es ist auch mindestens genauso wichtig, sich über die konkreten Maßnahmen in der nahen Zukunft Gedanken zu machen. Also die Frage, was sind denn nun tatsächlich die nächsten Schritte, die zu tun sind? Was genau soll denn eigentlich in den nächsten 10 Jahren passieren? Und fragt man dazu die Umweltökonomen, dann sagen die, get the prices right. Also setzt doch einfach den richtigen Preis. Schauen wir da bisschen nach Deutschland und auch die deutsche Klimapolitik. Die hat in den letzten Jahrzehnten etwas andere Akzente gesetzt. Sie hat eine Vielzahl von Förderungsmaßnahmen, Subventionen, aber auch Verboten gesetzt, wie zum Beispiel die Einspeisevergütung oder die Prämien für Elektrofahrzeuge oder den Kohleausstieg. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist das der Weg? Ist das das, wie es tatsächlich auf Dauer funktionieren kann? Oder ist vielleicht auch ein Umsteuern von diesem Ansatz eine Überlegung wert? Und in diesem Zusammenhang stellen sich dann die Frage nach den 180 Euro pro Tonne CO2.
ob dies ein umweltpolitisches Schreckgespenst ist oder letztendlich dieser Preis dann doch ein fairer und bezahlbarer Preis für ein sehr, sehr knappes Gut ist. Und genau darum soll es gehen und insbesondere heute in unserer Auftaktveranstaltung für die vier Blöcke, die dann in den nächsten Terminen sich nochmal intensiv um das Thema Mobilität, um das Thema energieintensive Industrie und das Thema Wärmeversorgung ausrichtet. Heute soll es darum gehen, eher den breiten gesellschaftlichen Diskurs zwischen der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Politik zu forcieren und anzustoßen. Und deshalb wollen wir in der jetzt folgenden Diskussion diese umweltökonomische Hypothese genau auf den Prüfstand stellen. Und dafür sind heute bei uns auf der einen Seite der Mitgastgeber Professor Dr. Christoph Weber und gleichzeitig die Frau Marie-Louise Dött und Herr Sebastian Grieme. Und ich werde alle Personen, wenn sie dann gleich ihren Impulsvortrag geben, noch einmal gesondert vorstellen. Der Ablauf der Diskussion ist so geplant, dass jeder Teilnehmer zunächst einmal einen kurzen Impulsvortrag von etwa 10 Minuten hält und wir dann in eine Diskussion einsteigen, bei der dann Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich eingeladen sind, die auch mit Ihren Fragen und Anmerkungen zu bereichern. In diesem Sinne, denke ich, starten wir mit Professor Dr. Christoph Weber. Er ist der Dekan der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen und leitet den Lehrstuhl für Energiewirtschaft. Und wir haben beide zusammen studiert und deswegen freue ich mich, lieber Christoph, dir jetzt das erste Wort zu geben. Bitte schön. Ja, besten Dank, Eckbert, für die Einleitung. Und ja, wir haben zusammen an einem energiewirtschaftlichen Institut bei den Ingenieuren unsere Promotion gemacht und jetzt versuche ich gerade meinen Bildschirm freizugeben. Und Multitasking war noch nie die Stärke von Männern, heißt es. Und deshalb. So, jetzt ja, von den Ingenieuren her kommend, habe ich mich dann zunehmend den Wirtschaftswissenschaften zugewandt und bei meinem Lernprozess schon vor jetzt mehr als 20 Jahren haben die Ökonomen immer betont, die Preise seien doch wichtig. Und gleichzeitig von der Anwendungsseite herkommend haben wir auch gesehen, die Preise sind nicht das Hauptsteuerungsinstrument gewesen. Und ich denke, wir sind jetzt gerade mit dieser Entscheidung der EU und der Bundesregierung, die Klimaneutralität im Jahr 2050 anzustreben, in der Situation, wo wir das nochmal neu überlegen sollten, ob und wie ein dezidierter CO2-Preis als Leitinstrument diesen Umbau des Energiesystems fördern kann. Und daher eben jetzt diese Fragestellung, die wir formuliert haben für diese Reihe und für meinen Vortrag 180 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2030. Das war ja in einer Publikation des UBA von 2019 enthalten und wurde von Fridays for Future aufgegriffen. Was ich jetzt im Folgenden in der gebotenen Kürze machen möchte, ist die Fragen zumindest anzureißen und hoffentlich können wir die dann in der Diskussion vertiefen. Was wären die Implikationen? Was spricht dagegen? Und was sind Alternativen? Bevor wir da einsteigen, kurz der Rückblick. Es ist inzwischen ja über 5 Jahre her, Ende 2015, das Pariser Klimaabkommen. Über 190 Staaten haben sich verpflichtet, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Und dann eben Ende 2018 bis
und das Klimaschutzgesetz in Deutschland 2019 haben sich sowohl die EU als auch die deutsche Regierung verpflichtet, die Klimaneutralität bis 2050 anzustreben. Das ist ein weitreichendes Ziel. Das wird insbesondere deutlich, wenn wir hier auf die Grafik schauen. Die Trendlinie ohne den Corona-Effekt, die endet bei -75% im Jahr 2050. Und wir wissen alle, Deutschland hat schon einiges gemacht. Nicht immer, würden Ökonomen sagen, sehr effektiv, aber viele Instrumente umgesetzt. Erneuerbaren Energienförderung, Kohleausstieg und vieles mehr, Förderprogramme für Renovierung von Gebäuden etc. Trotzdem, wenn wir diesen Trend extrapolieren, kommen wir nicht im Jahr 2050 bei Netto Null raus. Netto Null kann heißen, es kann noch ein paar Emissionen aus der Energiewirtschaft oder anderen Sektoren geben, die aber kompensiert werden müssen durch negative Emissionen in anderen Teilbereichen. Also wir haben auch 30 Jahre nach dem Ausgangsjahr, 28 Jahre nach dem Klimagipfel in dem Erdgipfel in Rio noch eine Riesenherausforderung. Ja, und für mich ist eben auch so ein bisschen jetzt die Überlegung gewesen, ich habe 1991 angefangen mit meiner Promotion. Wir sind jetzt quasi auf der halben Strecke, aber wir haben die Hälfte des Wegs noch nicht erreicht. Schon damals hieß es -80% für die Industriestaaten mindestens als Ziel. Ja, warum hat es nicht funktioniert? Sollten wir es nicht anders versuchen? Jetzt ist das, würde ich sagen, in der Mitte der politischen Debatte angekommen. Ich sehe zwei potenzielle Gefahren, dass wir jetzt in Aktionismus verfallen und hier in allen möglichen Bereichen alles Mögliche anstoßen. Und die andere Gefahr, die ich auch sehe, ist, dass viele Akteure sagen, ja, auf europäischer Ebene ist doch noch nicht geklärt oder auf globaler Ebene ist es nicht geklärt. Die EU steht unter Umständen allein da. Ganz so ist es sicherlich nicht, aber wir müssen hier, denke ich, gemeinsam überlegen, wie können wir voranschreiten und natürlich auch die Rahmenbedingungen im Blick bekommen. Was ich heute weniger diskutieren möchte, ist, ob jetzt der Preis in Zukunft genau 180 Euro betragen sollte. Ich möchte auch nicht diskutieren, eine Frage, die die Umweltökonomen auch schon seit, ja, man kann sagen, 40 Jahren mindestens beschäftigt, sollen wir eher mit einer Steuer steuern oder sollen wir eher auf den Zertifikatehandel setzen? Da gibt es ein ganz bekanntes Papier des inzwischen verstorbenen MIT-Professors Weizmann, der das schon 1975 diskutiert. Ist wichtig, aber vielleicht heute nicht. Und was ich auch nicht von meiner Seite detailliert begründen möchte, weil es für mich selbstverständlich ist, Deutschland allein sollte hier nicht letztendlich diesen Preis einführen, sondern Ziel muss es sein, den mindestens auf EU-Ebene einzuführen. Und warum? Ganz wesentlich ist für mich, dass ein Preis zu einer effizienten Reaktion führt aller Beteiligten. Wir haben eine Vielzahl von Akteuren. Im Prinzip 40 Millionen Haushalte, über 3 Millionen Unternehmen in Deutschland. Alle emittieren auf der einen oder andere Weise CO2, mal mehr, mal weniger. Und diese mehr als 40 Millionen Akteure über lauter Einzelmaßnahmen zu koordinieren, das hat die Vergangenheit gezeigt, ist in Teilbereichen möglich. Aber es erfordert sehr viele Diskussionen, warum jetzt genau diese Fördermaßnahme und warum nicht jene. Beim EEG haben wir in der ersten Fassung 14 Paragraphen gehabt. Inzwischen sind wir bei über 100 Paragraphen. Also eine Steuerung über den Preis vereinfacht Dinge. Und Umweltökonomen betonen das, ist auch effizient, weil dann dort CO2 primär vermieden wird, wo das kosteneffizient
möglich ist. Und ein Preis schafft auch Anreize, nicht nur jetzt mit bestehenden Technologien Emissionen zu vermeiden, sondern auch in neue Technologien zu investieren, Technologien weiterzuentwickeln, die dann in Zukunft kostengünstiger, effizienter zum Klimaschutz und zur Klimaneutralität beitragen können. Warum machen wir das noch nicht längst? Dafür gibt es sicherlich verschiedene Gründe. Aus meiner Sicht auf jeden Fall zu bedenken ist, dass eben so die Einführung eines CO2-Preises als Leitinstrument, und das heißt eben mit deutlich mehr als 20 oder auch 40 Euro pro Tonne CO2, wie wir es im Augenblick im Zertifikatshandel sehen, so eine Einführung hat erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen, auf Haushalte, insbesondere wenn das plötzlich eingeführt wird, weil dann kurzfristig die Haushalte, die Unternehmen nicht reagieren können. Nicht jeder kann sich morgen ein Elektroauto kaufen. Nicht jedes Unternehmen kann direkt auf CO2-neutrale Produktion umstellen. Deshalb der Vorschlag hier zu diskutieren, eine Einführung im Jahr 2030. Ich möchte noch ein bisschen das konkretisieren, indem ich auf drei Teilbereiche etwas näher eingehe. Einerseits Haushalte und Gebäude, um auch nochmal konkret deutlich zu machen, wo sind die Herausforderungen. Gebäude sind langlebig. Wir renovieren Gebäude häufig nur alle 40 Jahre. Und wir können sagen, eigentlich von den Gebäuden, die 2050 in Deutschland stehen werden, sind bereits 70% jetzt gebaut. Das heißt, wir müssen jetzt bei allen Renovierungen eigentlich schon an Klimaneutralität denken. Ein anderer Aspekt ist die Umverteilungswirkung, die bei den Haushalten ankommt. Der Sachverständigenrat hat es in seinem Sondergutachten 2019 ausgerechnet. Die Haushalte mit niedrigem Einkommen werden überproportional belastet und deshalb gibt es ja verschiedene Vorschläge, die Einnahmen durch CO2-Bepreisung zurückzugeben an die Haushalte und damit die Effekte, die Verteilungseffekte im Mittel zu neutralisieren. Ja, Verkehr, zweiter großer Bereich, auch hier nur ein paar wenige Eckpunkte. Wenn man sich da das durchbuchstabiert, das ist ja Grundrechenarten, dann kommt man am Ende drauf, wir reden hier pro durchschnittlichen Pkw Mehrkosten von 350 Euro pro Jahr. Das zeigt, die Lenkungswirkung des Preises wird da kurzfristig begrenzt sein, weil ein Elektroauto derzeit mehr als 3.500 Euro mehr kostet als ein konventionelles Fahrzeug und das auch unter Berücksichtigung aller Zuschüsse. Aber bis in 10 Jahren wird sich das ändern. Und bei Fernreisen, da sind die Effekte deutlich drastischer. Vielleicht können wir das in der Diskussion noch vertiefen. Letzter und aus meiner Sicht als Ökonom auf jeden Fall auch sehr kritischer Punkt, Auswirkungen auf die Industrie. Die Industrie ist auch sehr vielfältig. Wir haben hier Branchen mit sehr hohen Energiekostenanteilen. Die würden in Deutschland nicht mehr weiter produzieren, wenn es keine Gegenmaßnahmen gibt. Und eine Maßnahme, die aktuell aktiv diskutiert wird, sicherlich nicht einfach ist, aber sicherlich auch hier weiter diskutiert werden kann und muss, sind sogenannte Border Tax Adjustments, mit denen eben die Nachteile für die heimische Industrie gegebenenfalls ausgeglichen werden können. Ja, von daher zum Abschluss würde ich sagen, es ist ein großer Schritt, den wir hier ins Auge fassen, mit erheblichen Risiken und Auswirkungen, aber es ist ein Schritt, der zu klaren Signalen an alle Beteiligten in Deutschland und darüber hinaus führen würde, der erhebliche direkte und indirekte Wirkungen hat und vor allem aber auch das Leben einfacher macht. Und ich denke, wir sehen ja auch in der aktuellen Krise, dass eine Vielzahl von Einzelregelungen, die noch dazu häufig geändert werden, die Menschen stark fordern, um nicht zu sagen überfordern. Und von daher würde ich es mit diesen Eingangsworten für den Moment belassen wollen
und hoffe auf eine angeregte Diskussion. Danke. Danke, Christoph. Das war ein sehr guter und sehr breiter Bogen über dieses Thema, der dann auch sehr deutlich zeigt, wo wir eigentlich überall von der Thematik betroffen sind. Und ich glaube, das setzt in einen sehr guten Rahmen für das, was wir jetzt im weiteren Verlauf des Nachmittags diskutieren werden. Jetzt würde ich das Wort gern übergeben an Frau Marie-Louise Dött. Und Frau Dött ist Mitglied des Bundestages, aber vielmehr noch, sie ist seit über 16 Jahren die Vorsitzende der Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der CDU-CSU-Fraktion. Also seit vielen Jahren steht sie mit beiden Beinen in dem Thema, was wir heute diskutieren. Und das Thema, wofür sie persönlich steht, was ihr persönlich wichtig ist, das ist das Thema des Dreiklangs zwischen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Frau Dött, herzlich willkommen, herzlichen Dank und wir freuen uns auf Ihre Worte. Vielen Dank, Herr Legge. Vielen Dank, dass ich hier sein darf in diesem Format. Herr Professor Weber, Herr Grieme, ich freue mich, dass wir das zusammen machen. Wäre die Pandemie nicht dazwischen gekommen und hätte der Austausch bei Ihnen an der Universität Duisburg-Essen in echt stattfinden können, dann wäre es ganz nah gewesen, denn mein Wahlkreis ist Oberhausen-Dienstlaken und von daher bin ich im Ruhrgebiet beheimatet. Per Videokonferenz werden wir das aber heute ganz genauso hinbekommen. Wir sind da ja inzwischen auch drin geübt. Dr. Legge hat bereits darauf hingewiesen, ich bin seit 98 Mitglied des Bundestages und für mich war und ist der Austausch mit der Wissenschaft und gesellschaftlichen Akteuren enorm wichtig. Daher habe ich diese Einladung sehr, sehr gerne angenommen. Nachdem Professor Weber in seiner Präsentation die Grundidee eines CO2-Preises in Höhe von 180 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2030 aus Sicht der Wissenschaft erläutert hat, will ich mich auch den aufgestellten Thesen aus politischer Sicht nähern. In einem ersten Schritt möchte ich in wenigen Worten den Status quo der aktuellen gesetzlichen Grundlagen zur CO2-Bepreisung beschreiben. Und in einem zweiten Schritt setze ich mich mit der Frage der Höhe des CO2-Preises und den verschiedenen Instrumenten auseinander, ehe ich mit einem kurzen Plädoyer für eine nachhaltige Klimaschutzpolitik schließe. Also, wo stehen wir momentan bei der Frage der CO2-Bepreisung? Die Europäische Union hat im Jahr 2005 die CO2-Bepreisung in den Sektoren Energie, Industrie und innereuropäischen Flugverkehr eingeführt. Umgesetzt wird die Bepreisung durch ein EU-weites Emissionshandelssystem, das über eine Obergrenze an Emissionszertifikaten verfügt. Mit diesem politisch gesetzten CAP und der damit verbundenen Mengensteuerung wird sichergestellt, dass die zuvor definierten CO2-Reduktionen erreicht werden. Im Februar dieses Jahres lag der Preis für ein Verschmutzungsrecht bei über 40 Euro und in dieser Woche lag er bei rund 26 Euro. Der europäische Emissionshandel ist sehr erfolgreich. Die Treibhausgasemissionen in den erfassten Sektoren sollten bis 2020 um 21% gesenkt werden. Dieses Ziel wurde bereits 2015 mit einem Minus von rund 22% erreicht. Aufgrund dieser Erfolgsgeschichte haben wir nun in Deutschland Ende 2019 das Brennstoffemissionshandelsgesetz verabschiedet. Auch hier handelt es sich um eine CO2-Bepreisung, die seit dem 01.01.2021, also seit diesem Jahr, die Emissionen der Sektoren Verkehr und Wärme erfasst. Also all die Emissionen, die bisher nicht im EU-Emissionshandel sind. Wir haben also quasi die Lücke geschlossen. Der CO2-Preis beträgt in diesem Jahr 25 Euro die Tonne und steigt bis 2025, also in 4 Jahren, auf 55 Euro. In dieser Phase handelt es sich um Festpreise, ehe ab 2026 die Zertifikate zwischen einem Mindestpreis von dann 55 Euro pro Tonne CO2
und einem Höchstpreis von 65 Euro pro Tonne CO2 auktioniert werden. Der Einführung der nationalen CO2-Bepreisung sind natürlich zahlreiche Debatten und Gutachten vorausgegangen. Unter anderem haben sich die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung in einem Sondergutachten damit beschäftigt. Es war also ein langer, aber aus meiner Sicht lohnenswerter Weg bis zur Einführung bzw. Erweiterung der CO2-Bepreisung. Die Politik ist hier also dem Impuls der Wissenschaft, CO2 einen Preis zu geben, um damit einen Anreiz zu mehr Klimaschutz zu setzen, gefolgt. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass sich die Wissenschaft in einem idealtypischen Raum bewegt und daher natürlich auch die Höhe des CO2-Preises Gegenstand der Diskussion war und wie wir heute sehen, immer noch ist. Politik hat aber eine andere Aufgabe. Sie muss alle Folgen im Blick haben und abwägen. Ein ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Union hat einmal gesagt, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und das trifft es ganz gut. Sie, Herr Professor Weber, haben das auch schon durchblicken lassen. Eine CO2-Bepreisung von 180 Euro können wir nicht von heute auf morgen einführen. Denn erstens hätte dies ungerechte Belastungen für diejenigen zur Folge, für die kurzfristig keine klimaschonenden Alternativen zur Verfügung stehen. Und zweitens benötigen wir eine gewisse Vorlaufphase, um alle in unserem Land darauf vorzubereiten. Deswegen haben wir jetzt erst die Festpreise und gehen dann in einen normalen Markt. Dem sind wir mit diesem moderaten Einstiegspreis von 25 Euro nachgekommen und verbunden mit einem kontinuierlichen Aufwuchs. Das gibt Planungssicherheit für Unternehmen und die Menschen, werden bei heutigen Investitionsentscheidungen schon den steigenden CO2-Preis mitbeachten. Das Ziel der Union ist es, dass wir unseren nationalen Emissionshandel möglichst bald mit dem europäischen System verknüpfen können. Denn ein Emissionshandel entfaltet seine Stärke noch besser, wenn in allen Sektoren derselbe CO2-Preis gilt, weil dann zuerst dort die CO2-Emissionen eingespart werden, wo es volkswirtschaftlich am günstigsten ist. Kommen wir zur Frage nach der Preishöhe und dem richtigen Instrument. Um es ganz ehrlich zu sagen, die Festlegung eines Preises durch den Staat widerstrebt mir total. Es wurde ja schon angesprochen, dass die geschätzten Schadenskosten in zahlreichen Studien unterschiedlich hergeleitet werden. Die Herausforderung liegt doch darin, dass wir die zukünftigen Grenzschadens- und Grenzkostenverläufe nicht kennen oder nur schwer abschätzen können. Es gibt einige Gründe, warum davon auszugehen ist, dass diese Informationen nicht beschafft werden können. Beispielsweise sind die Informationen über Schäden und die Kosten ihrer Vermeidung in der Regel privater Natur. Die Besitzer dieser Informationen haben keinerlei Anreize, diese wahrheitsgemäß zu offenbaren. Vielmehr haben sie strategische Gründe, dieses nicht zu tun. Daher fällt es mir als Politikerin schwer, mich aufgrund dieser schwierigen Ausgangslage für eine bestimmte Preishöhe zu entscheiden. Ich plädiere daher dafür, dass sich der CO2-Preis aufgrund von Angebot und Nachfrage im Rahmen eines Mengensteuerungssystems am Markt bildet, so wie es in der EU bereits seit 2005 geschieht und das sehr erfolgreich. Gerade in Krisenzeiten ist doch die Flexibilität des Emissionshandels ein klarer Vorteil gegenüber einer CO2-Steuer. Ein Beispiel. Zu Anfang des Jahres 2020 bewegten sich die Zertifikatspreise um 24 Euro pro Tonne CO2 und damit etwa auf dem durchschnittlichen Niveau des Vorjahres. Mit der Ausbreitung des Coronavirus fiel der Preis rapide auf rund 16 Euro pro Tonne CO2. Und das ist genau richtig, denn welchen Sinn ergäbe es, Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten, wo wir sie auch noch staatlich unterstützen müssen, damit sie überleben, auch noch mit einem starren CO2-Preis unter Druck zu setzen? Sie sehen, dass wir bei diesem Thema die positiven und negativen Begleiteffekte auf die gesamte Gesellschaft im Blick behalten müssen. Das führt mich zu meinem letzten Punkt. Wir benötigen eine nachhaltige Klimapolitik. Was meine ich damit? Nachhaltigkeit wird umgangssprachlich oft mit kontinuierlich gleichgesetzt.
aber das ist damit nicht gemeint. Nachhaltigkeit bedeutet im Sinne der 17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen die gleichzeitige und gleichrangige Berücksichtigung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension. Folglich ist ein CO2-Preis von 180 Euro die Tonne im Jahr 2030 nicht nachhaltig, wenn es uns gleichzeitig nicht gelingt, beispielsweise die Mineralölsteuer, die Luftverkehrsabgabe, die EEG-Umlage, die Energiesteuer, die Kraftfahrzeugsteuer oder die Stromsteuer zu harmonisieren bzw. zurückzufahren. Und hier würden die möglichen sozialen Verwerfungen meiner Ansicht nach den Nutzen für den Klimaschutz übersteigen. Klar ist, wir werden uns auf dem aktuellen Erfolg, die CO2-Emissionen in Deutschland 2020 gegenüber 1990 um rund 41% gesenkt zu haben, nicht ausruhen. Mit der mit Spannung zu erwartenden Ausweitung des europäischen Emissionshandels, das steht jetzt an, dem Bundesklimaschutzgesetz, der nationalen CO2-Bepreisung und mit weiteren technologieoffenen und nachhaltigen Maßnahmen werden wir unserem Ziel der Treibhausgasneutralität in 2050 entscheidend näher kommen. Dem CO2-Preis mittelfristig eine noch stärkere Bedeutung zukommen zu lassen, bei gleichzeitiger Komplexitätsreduktion und Beendigung von Einzelmaßnahmen ist sicherlich überlegenswert. So viel von meiner Seite. Ich freue mich auf die anschließende Diskussion. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dött, auch wunderbar in den 10 Minuten geblieben. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ich glaube, das war auch ein eindrückliches Plädoyer für die Komplexität, mit der man in der Wirklichkeit, wie Sie das gesagt haben, dann zu tun hat. Und das war ein sehr guter Einblick. Ganz herzlichen Dank dafür. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Impulsvortrag für den heutigen Nachmittag und kommen wir zu Herrn Sebastian Grieme. Herr Grieme ist Sprecher der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, einer der Sprecher dieser großen Bewegung. Und er studiert im Haupt- oder Nebenjob, das konnten wir im Vorgespräch nicht so ganz genau klären, Physik und Mathematik an der Technischen Universität in München. Vor allem aber hat er für die Fridays for Future die Studie CO2-neutral bis zum Jahr 2035 gemeinsam mit dem Wuppertal-Institut geführt und koordiniert. Und deswegen, denke ich, ist er für uns heute genau der richtige Sprecher. Und deshalb freue ich mich, Herr Grieme, auf Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, heute hier dabei zu sein, weil es einfach eine unheimlich wichtige Sache ist, dass wir anfangen, die Diskussion um die Klimakrise ja mit der Betrachtung der Wirklichkeit zu führen. Und wenn wir uns da schon einig sind, dann ist das ja schon mal eine gute Ausgangslage. Ich habe auch ein paar Folien vorbereitet. Mhm. Da wären wir. Weil ich das sehe. Genau. Ich will mich vor allem um die Frage kümmern, was denn wirklich notwendig ist in Sachen Klimapolitik und nicht nur die Frage betrachten, was gerade eben politisch umsetzbar erscheint. Denn ich denke, diese zwei Facetten müssen wir im Blick behalten und wir müssen vor allem im Blick behalten, was die Klimakrise bedeutet. Wir können uns da nicht davon stehlen. Ich glaube, das sehen wir gerade bei der Coronavirus-Pandemie. Sehr, sehr gut, dass wir keine Möglichkeit haben, uns irgendwie mit Wunschdenken aus der Sache rauszuretten. Deshalb würde ich tatsächlich am liebsten anfangen, mal kurz darüber zu reden, was brauchen wir denn für eine Klimapolitik? Wo müssen wir überhaupt hin? Das 1,5-Grad-Ziel steht im Pariser Abkommen. Es wurde gesagt, dass man zumindest Anstrengungen unternehmen muss, es zu erreichen. Das ist auch natürlich richtig, weil es sehr schwerwiegende Folgen bei einer höheren Erwärmung gibt. Beispielsweise wird mit einer höheren Erwärmung der Verlust aller Korallenriffe der Welt einhergehen. Das ist vom IPCC schon lange bestätigt. Und das ist die Lebensgrundlage von 100 Millionen Menschen, was man vielleicht nicht direkt denken würde, aber einfach wegen den ganzen Fischen, die es in der Umgebung gibt, sind die Lebensgrundlage von so vielen Menschen. Und die Verwerfungen, die dort entstehen, die strahlen natürlich in einer globalisierten Welt auch bis zu uns zurück. Außerdem haben wir das Risiko, hochgefährliche Kipppunkte zu überschreiten. Das heißt, dass sich zum Beispiel die Eisschilde in der Westantarktis oder in Grönland in einen endgültigen Schmelzprozess bewegen, den man auch nicht mehr aufhalten kann und der zum langfristigen Meeresspiegelanstieg von über 10 Metern führen würde.
da kann man Städte wie Hamburg, Shanghai, New York relativ vergessen. Deshalb ist es nicht nur aus einer gesellschaftlichen Sicht optimal, in Richtung 1,5 Grad zu gehen, sondern wissenschaftlich ist auch ziemlich klar mittlerweile, dass auch die kostenoptimale Klimaschutzstrategie ebenfalls im Temperaturkorridor des Pariser Abkommens rauskommen würde. Problem dabei ist allerdings, dass die Klimaziele Deutschlands und selbst die neuen Klimaziele der Europäischen Union, die ja deutlich ambitionierter sind, lange nicht ausreichen, um die Erwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. In unserer Studie mit dem Wuppertal-Institut haben wir einen Blick darauf geworfen, beziehungsweise die Wissenschaftler vom Wuppertal-Institut natürlich, was denn notwendig wäre, damit Deutschland einen Beitrag leistet zur Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels. Da sehen wir hier aufgetragen den Pfad der Bundesregierung, der 55% gegenüber 1990 im Jahr 2030 vorsieht und Klimaneutralität 2050. Und da sehen wir, dass da eine riesige Lücke besteht zwischen diesen Zielen und dem, was für einen 1,5-Grad-Pfad notwendig wäre. Das heißt, es reicht nicht aus, sich darum zu kümmern, wie erreichen wir die Regierungsziele, sondern wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie erreichen wir einen Pfad, der 1,5 Grad einhält oder zumindest in die Richtung geht. Aber es muss klar sein, dass die aktuellen Ziele viel zu schwach sind. Und daran muss sich natürlich auch ein CO2-Preis orientieren. Es kommen natürlich einige Schwierigkeiten einher mit ambitionierten Klimaschutzzielen. Zum Beispiel die lange Lebensdauer von bestehenden oder neuen Industrieanlagen oder Heizungen, verglichen mit einer vergleichsweise kurzen Zeit zur Erreichung von Klimaneutralität, 15 Jahre, wenn man das 1,5 Grad-Ziel einhalten will. Dazu kommt die Trägheit vieler wichtiger Akteure, zum Beispiel große Teile der Autoindustrie und nicht rationale Marktteilnehmer, die es besonders da gibt, wo eben nicht ausführlich analysiert wird, was für Auswirkungen der CO2-Preis jetzt auf die Profitabilität von diesem Geschäftsmodell oder dem Geschäftsmodell hat, sondern wo relativ impulsiv entschieden wird. Das heißt, gerade da, wo viele Einzelkonsumenten am Ende hinter Entscheidungen stecken. Gleichzeitig haben wir langsame Planungs- und Genehmigungsverfahren, im Gegensatz zu einem scharfen Zeitdruck, endlich Emissionen zu reduzieren. Ich sage das, weil Klimaschutzmaßnahmen diese Schwierigkeiten adressieren müssen. Wir sehen zum Beispiel bei den Heizungen, dass wir seit 20, 30 Jahren keinerlei Fortschritte dabei machen, von Öl und Gas wegzukommen. 1999 war der Anteil fossiler Heizungen genauso hoch wie 2018. Und links sehen wir auch, dass sich an dem Heizungsbestand auch nicht viel ändert. Das kann so natürlich nicht weitergehen. Also, was kann ein CO2-Preis tun, um da entgegenzuwirken? Ich denke, da muss man stark unterscheiden zwischen der Industrie und der Energiewirtschaft, wo vor allem große Unternehmen sitzen und die Entscheidungen treffen. Da haben wir eine zuverlässige Wirkung, haben wir große Kosteneffizienz und vor allem auch viel Planungssicherheit. Das heißt, der CO2-Preis eignet sich als zentrales Instrument für die Dekarbonisierung der Industrie- und Energiewirtschaft. Er wirkt aber nur dann natürlich, wenn die Differenzkosten für eine klimaneutrale Produktion geringer sind als die Kosten durch den CO2-Preis. Also ist ja das Naheliegendste, was wir erstmal tun müssten, zu schauen, okay, wenn wir jetzt die Industrie mit dem CO2-Preis klimaneutral bekommen wollen, wie hoch muss der denn sein? Das heißt, wie hoch ist die Differenz zwischen der klimaneutralen Produktion und der fossilen Produktion? Und das haben wir hier auch in der Studie mit dem Wuppertal-Institut sehr schön stehen, beziehungsweise das hat das Wuppertal-Institut aus einer anderen Studie genommen sogar. Und da sehen wir, dass eben der aktuelle CO2-Preis, zumindest in der Industrie, in der Energiewirtschaft sieht es besser aus, aber zumindest in der Industrie bei weitem nicht ausreicht, um die Differenzkosten auszugleichen. Das heißt, solange der CO2-Preis nicht massiv steigt, wird das nichts mit Klimaneutralität in der Industrie, es sei denn, man will wieder zurückgreifen auf ein großes Mischmasch aus vielen Einzelmaßnahmen. Wir sehen auch, dass die Differenzkosten bei vielen großen Verfahren, die wir brauchen für Klimaneutralität, genau in der Größenordnung liegen von 180 Euro pro Tonne CO2. Also, wenn wir mit einem CO2-Preis die Industrie klimaneutral bekommen wollen, das wollen wir ja alle, dann werden wir nicht drum herum kommen, auf einen Preis zu gehen, der so hoch ist wie 180 Euro pro Tonne. Schauen wir nochmal auf Verkehr und Gebäudesektor. Ich habe ja vorhin gesagt, da wäre das nicht so einfach. Das liegt vor allem daran, dass wir eben wirklich zum Teil eine geringere Preissensibilität haben, einfach weil es Grundbedürfnisse betrifft. Und das zeigt sich auch in den aktuellen Studien. Zum Beispiel hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, ja, übrigens im Auftrag des Umweltministeriums sogar,
untersucht, wie sich ein CO2-Preis auswirken würde, der, wie von Professor Weber vorgeschlagen, bis 2030 180 Euro pro Tonne erreicht. Der Preispfad erreicht aber selbst für das Klimaziel der Bundesregierung, was ja, wie ich vorhin gesagt habe, noch viel zu niedrig ist, nur ein Drittel der nötigen Emissionsreduktion. Wollen wir also die tragende Rolle auch im Gebäude- und Verkehrssektor durch den CO2-Preis übernehmen, dann müsste er entweder deutlich schneller steigen oder 180 Euro pro Tonne sehr, sehr stark überschreiten. Die Frage, ob das der Königsweg ist, sei dahingestellt. Wie viel höher man da gehen kann als 180 Euro in naher Zukunft, muss man diskutieren. Aber wenn man das nicht tun will, dann wird man auch noch sehr viele Einzelmaßnahmen brauchen, um die man da nicht drum herum kommen wird. Wir haben nämlich das Problem, wie gesagt, der nicht rationalen Akteure, einer geringen Preissensibilität und einer kontraproduktiven Subventionslandschaft. Zum Beispiel durch unzählige Subventionen im Verkehr, die ziemlich klimaschädlich wirken. Zum Beispiel Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, Pendlerinnenpauschale und so weiter. Das heißt, solange wir nicht mit dem CO2-Preis sehr viel höher gehen wollen, ist der CO2-Preis im Gebäudesektor und im Verkehr nur eines von mehreren notwendigen Instrumenten. Aber natürlich gilt hier, je höher der Preis, desto größer die Wirkung. Dann würde ich auch schon zur Schlussfolgerung kommen. Der CO2-Preis muss hoch genug sein, um eine wichtige Rolle in Klimapolitik übernehmen zu können. Es hilft uns nicht, einfach nur zu sagen, wir wollen keine Einzelmaßnahmen, es ist wirtschaftswissenschaftlich die optimale Lösung, einen CO2-Preis zu setzen und dann so niedrig einzusteigen, wie es aktuell von der Bundesregierung getan wird. Ohne einen hohen CO2-Preis funktioniert das Instrument nicht. Und diese Höhe von 180 Euro pro Tonne, die wir hier angesprochen haben, die ist keinesfalls beliebig, sondern die ist notwendig, um eine klimaneutrale Industrie zu ermöglichen. Auf der anderen Seite sind sie sicherlich auch im Verkehr- und Gebäudesektor notwendig, aber ersetzen dann nicht eine große Menge auch an weiteren Maßnahmen, die eben dazu dienen, auch dort die Klimaziele zu erreichen. Denn wir haben nicht Zeit, jetzt erstmal 10 Jahre zu warten, bis der CO2-Preis dann so hoch ist, dass er nicht nur in Industrie- und Energiewirtschaft, sondern auch in Verkehr und Gebäude wirkt. Eben weil wir unterschiedliche Kosten für die Verwaltung haben, aber nur einen sehr begrenzten Zeithorizont, um Klimaneutralität rechtzeitig zu erreichen. Das wäre es auch jetzt schon von meiner Seite aus. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Griemer, auch für Sie, auch an Sie, dass Sie so wunderbar in der Zeit geblieben sind. Und dann steigen wir mal in die Diskussion ein. Und wenn ich das jetzt ganz kurz einmal Revue passieren lasse, stelle ich zunächst mal fest, dass bei allen Vortragenden eine Einigkeit geherrscht hat, dass die Preise, dass CO2-Preise in jedem Fall mal ein ganz zentrales Element als Signalwirkung sind für die Investitionen und damit für das Wirtschaften. Das heißt, wir haben da eigentlich den Blick auf dasselbe Instrument. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen, ob in diesem Instrument jetzt möglichst rasch ein fester Preis angesetzt wird. Herr Grieme, das hatten Sie vorgeschlagen, oder von Frau Dött war eher der Punkt, dass es nicht dem Staat obliegen sollte, eine exakte Höhe anzugeben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und deswegen die Frage an dich, Christoph, vielleicht wenn du mal aus der wissenschaftlichen Sicht, sozusagen wenn wir uns erst von der sozusagen idealisierten Welt dann auf die Realwelt dann später zubegeben, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem, dass es heute vielleicht schon bekannt ist, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Preisniveaus da sind, gegenüber dem, dass es frei am Markt entschieden wird über eine sozusagen später zu festzulegende Mengensteuerung? Ja, danke für die Frage. Also vielleicht noch mal zu der idealisierenden Wissenschaft. Wissenschaft, insbesondere dort, wo sie Modelle verwendet, muss vereinfachen. Es gibt diesen schönen Spruch, ein Modell, das alle Details abbildet, ist so nützlich wie eine Karte im Maßstab 1:1. Aber die Wissenschaft hat über die Jahre auch viele unterschiedliche Modelle entwickelt, die unterschiedliche Vereinfachungen haben. Und ein Punkt, der auch bei mir in der Forschung in den letzten über 10 Jahren auf jeden Fall wichtig war, war die Rolle von Unsicherheit und Risiko. In der Ökonomie ist es ein weitgehender Konsens, dass die Menschen risikoavers sind
Und risikoavers heißt, dass bei Unsicherheit bezüglich der ökonomischen Auswirkungen, wie zum Beispiel bei stark schwankenden Preisen, da erwarten die Investoren oder Akteure eine höhere Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Das heißt, auch bei Energieeinsparinvestitionen werde ich die bei einem volatilen CO2-Preis nur tätigen, wenn der CO2-Preis höher ist, als wenn ich den gleichen Preis als feste Steuer in Kalkül einbeziehen würde. Das ist so aus meiner Sicht ein wesentliches Argument, warum gerade vor dem Hintergrund der von Ihnen, Frau Dött, angesprochenen Schwankungen innerhalb von Wochen oder Monaten um mehr als 30% im CO2-Preis die Architektur über ein reines Mengencap Schwächen hat. Sie hat Vorteile, der Preis wird entdeckt am Markt, aber wenn wir an die Zinsen der Zentralbanken denken, da ist es auch so, dass die Zentralbank nicht die Geldmenge verauktioniert und stark volatile Zinsen in Kauf nimmt, sondern dass im Gegenteil die Zentralbank den Zins festsetzt, zu dem sie den Banken Geld anbietet. Und das Argument habe ich erst vor einem Jahr oder so ich glaube, es war bei Nordhaus in einem Paper gefunden und fand ich durchaus bedenkenswert, dass auch jemand eminent mit Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet, doch Kollege wie Nordhaus da argumentiert. Also es gibt also vielleicht doch Argumente für eine Preissteuerung, wobei eine Anpassung, das wäre ja mein Argument, der Preis sollte nicht einmal durch die Politik festgelegt werden. Da haben wir übrigens bei der Mengensteuerung das gleiche Problem. Zwar bildet sich der Preis frei, aber die Menge wird von der Politik festgelegt. Und ich erinnere mich, ich glaube, das war vor 4 Jahren, Herr Läge bei uns bei einer Veranstaltung, damals war er noch bei EEX und EPEX Spot, gezeigt, wie der CO2-Preis sich entwickelt. Und man hat sehr schön gesehen, sobald die Politik, EU-Parlament eine Maßnahme beschlossen hat, ist der Preis nach oben gegangen oder nach unten. Also auch bei einem CO2-Cap bleibt das ein staatlicher Eingriff in den freien Markt. Und von daher eben auch mit dieser theoretischen Analyse von Weizmann, der eben zeigt, dass in den meisten Fällen in einer wohlfahrtsökonomischen Analyse eine Preissteuerung besser ist als eine Mengensteuerung. Das ist so für mich das Argument zu sagen, eher über einen Preis zu steuern, aber möglichst nicht aus der Tagespolitik raus, sondern von einer unabhängigen Institution. Ich hoffe, war jetzt etwas länger, aber nochmal verdeutlicht. Genau, also ich denke, wir sind natürlich hier auch in einem wissenschaftlichen Forum, aber ich denke, wir sollten jetzt vielleicht nicht so sehr in die sozusagen in wirklich wirtschaftswissenschaftliche Details ganz tief einsteigen, sondern den Diskurs ein Stückchen auf die Realitäten, die zumindest die erlebten Realitäten sehen. Und deswegen meine Frage, Frau Dött, wenn Sie hören 180 Euro und in dem sozusagen in der Realität des sozusagen Politikmachens, was sind dann Ihre Gedanken? Was ist das, was Sie hören, das, was Sie auch spüren bei den Bürgern, die Sie ja als im Parlament vertreten, wenn diese sozusagen solche Werte, solche Summen genannt werden, die natürlich nicht jeder sofort umsetzen kann, was es für ihn bedeutet. Aber was ist das sozusagen, wo Sie die Herausforderungen sehen, solche Zielstellungen und Wünsche umzusetzen? Also vielleicht noch mal eine Sache jetzt direkt dazu, aber um das auch zu beantworten. Wir haben uns das wirklich sehr, sehr, oder andersrum gesagt, nicht leicht gemacht. Wirklich nicht leicht gemacht. Wir haben hin und her gewogen oder so, wie wir denn letztendlich die Klimaziele auch erreichen. Das sind ja UN-Ziele, die runtergebrochen sind auf Europa und dann wieder runtergebrochen sind auf die einzelnen Nationen und die einen besonders hohen WIP haben, müssen eben einfach mehr erreichen. Wenn also andere 40%, dann müssen wir 55%. Was jetzt diskutiert wird, 55% auf europäischer Ebene bis 2030, das Parlament sagt 60%.
80%, wir wissen noch nicht, was rauskommt, wird dann runtergebrochen. Dann haben wir in Deutschland mindestens 68% oder 70%. Also all diese Geschichten müssen wir gucken und müssen gucken, wie sieht das denn im Wettbewerb aus. Und das war immer eine Diskussion. Und die Überschrift war auch gerade als Umweltpolitikerin, sage ich jetzt einfach mal, die Überschrift war, wie kriege ich denn wirklich hin, dass ich die Ziele erreiche? Die kriege ich nämlich mit einem CO2-Preis nicht einfach hin, sondern die kriege ich nur mit einem Cap hin, dass ich sage, bis dahin darf das ausgestoßen werden und dafür müsst ihr, und diese Zertifikate müsst ihr quasi am Markt kaufen. Dann habe ich die Sicherheit, dass ich das erreiche und der europäische Emissionshandel zeigt das und wir werden beim Brennstoff-Emissionshandelsgesetz es ganz genauso hinkriegen. Das ist ja quasi dann letztendlich ein nationaler Emissionshandel. Die Gefahr ist jetzt, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, die zusammenzubinden oder dass die Europäer sagen, nee, da machen wir nicht mit, das wird uns zu teuer oder so. Und dann haben wir ein riesengroßes Problem. Zurzeit diskutieren wir die sogenannten Carbon Leakage Geschichten im Brennstoff-Emissionshandelsgesetz. Das passiert also, ich nehme jetzt mal mit einer Gießerei in Deutschland, die mittelständisch ist, die im Emissionshandel nicht berücksichtigt ist beim Strombereich. Industrie ist ja dann beim europäischen Emissionshandel ist ja Strom die große Überschrift, also Energieversorger und Industrie. Und hier haben wir es mit Wärme zu tun. Was passiert also mit dieser Gießerei beispielsweise, die sehr wärmeintensiv ist oder Glasindustrie, die auch viel mittelständisch ist oder so, die aber im europäischen Wettbewerb ist? Ich kann doch hier nicht einen größeren Preis machen als da. Da habe ich erstmal ein Problem, dass ich in Frankreich beispielsweise, dann habe ich erstmal ein Problem, dass der Wettbewerb nicht mehr, dass ich kein Level Playing Field habe und dass das auch von Europa also auch nicht akzeptiert wird, dass ein Land ausschert. Also es sind auch noch andere ökonomische Momente, die dann eine Riesenrolle spielen und auch arbeitsplatzmäßige Instrumente. Und was mache ich mit Ware, die von draußen reinkommt, die überhaupt nicht diesen Dingen unterlegt ist? Wir sind mitten in Europa und da haben wir dann rundherum europäischen Emissionshandel im Strombereich, aber im Wärmebereich haben wir das noch lange nicht. So, und dann muss ich ja den Bürger mitnehmen. Sie fragten, was der Bürger sagt. Der Bürger sagt, ja, wieso soll ich mir ein neues Auto kaufen? Meins fährt doch noch. Und ich kriege das in meiner Zeit da auch wahrscheinlich gar nicht raus. Oder wieso soll ich mein Haus sanieren? Ich komme gerade rum, dass ich die Miete zahlen. Wir haben überall die Mietkostendiskussion. Also muss ich da mit einer sehr individuellen Förderung ansetzen und sagen, hier, wenn du deine Heizung austauscht, und die schon mal, die ist immer effizienter als vor 20 Jahren, wenn er die austauscht oder so, dann fördern wir die. Oder wenn du dir ein E-Auto kaufst, dann kriegst du da einen besonderen Zuschuss dazu. Und wenn der aber auf dem Land lebt, sagt er, nee, die Reichweite, die reicht mir noch nicht und die Tanksäulen gehen auch noch nicht. Und wir als Staat noch nicht so weit sind, dass wir die Tanksäulen machen oder die privaten Anbieter wie NBW, die jetzt gerade die Tanksäulen machen oder so, damit sie die ersten Plätze haben, die attraktiv sind. Und ich sage, ja, dann müsst du das dann eben einfach auftanken oder so, wenn du einkaufen fährst. Dauert aber noch zurzeit meistens 6 Stunden. Es sei denn, diese Schnellladesäulen sind da, die aber in der Investition zu teuer sind. Wenn ich das in einem Bereich mache, wo beispielsweise Lebensmittel Einzelhandel ist, wo die dann mal hinfahren zum Einkaufen und könnten in der Zwischenzeit tanken, dann sagt er, ja, aber nachts dürfte die da nicht stehen lassen, das ist eine Eigentumsgeschichte oder so, dann habe ich Vandalismus da. All diese Diskussionen, die sind ganz explizit, aber die Zielsetzung ist doch da mit diesen vielen kleinen Schrauben. Ich würde es mir auch lieber einfacher machen. Ich würde auch sagen, also wir machen das alles über den Preis und dann gucken wir mal, was dadurch passiert. Nee, da kriegen Sie die Leute nicht mit. Da kriegen Sie auch nichts angereizt. Angereizt kriegen Sie durch eine punktuelle Förderung. Wo wir aufpassen müssen, ist, dass wir bei dieser Förderung, dass wir die begrenzt machen oder degressiv gestalten, wenn es eine Dauerförderung ist. Das haben wir beim EEG zum Beispiel nicht gemacht und eiern da jetzt noch rum. Das ist nicht gut. Die müssen irgendwann mal am Markt fähig sein. Also kann ich mich richtig reinsteigern, weil ich ständig in diesen Diskussionen bin. Die einen verkünden die Ziele, die einen verkünden eine ideale Welt. Und dann rate ich Ihnen mal, hier am Telefon zu sitzen, wo dann die verschiedenen Branchen, die verschiedenen Bürger anrufen und sagen, so geht das nicht. So, also das ist einfach die Wirklichkeit, die Sie abgefragt haben. Dankeschön. Herr Grieme, Sie hatten eben ja auch in Ihrer Präsentation gesagt, dass genau diese Maßnahmen, die Summe der Einzelmaßnahmen, wir haben eben gehört, wo die Motivation herkommt, letztendlich auch die Investitionen gezielter in bestimmte Bereiche zu lenken,
Da hatten Sie in Ihrer Studie, so hatte ich das verstanden, herausgearbeitet, dass dies nicht der effizienteste Weg sei. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen, wie sozusagen wie da die Gedanken und die Schlussfolgerungen dazu waren? Ich denke, ich kann da auch relativ gut auf Frau Dott gerade eingehen. Ich denke nämlich, es haben ziemliche Widersprüche drin gesteckt in dem, was sie gesagt hat. Zum Beispiel der Punkt, dass eben man einerseits die Steuerung über einen Cap will, was wirklich nur eine einzelne Maßnahme ist, und andererseits dann das Problem hat, dass man zum Beispiel bei den Heizungen einfach keine rationalen Akteure hat. Dass wenn man heute einen Cap setzt, was auf eine 1,5 Grad Fahrt geht, mit Klimaneutralität 2035, aber oder auch nur, was dem Green Deal entspricht. Dass wenn man dieses Ziel heute setzt, dass den Leuten in ihrer Wohnung nicht bewusst ist, dass es mit diesem Ziel eine schlechte Idee ist, sich jetzt eine neue Ölheizung einzubauen. Das kann man auch nicht erwarten, dass die Konsumentinnen alle auf die Zahl genau wissen, was es jetzt für ihre Kosten, was jetzt kostengünstiger wäre oder was jetzt teurer wäre für ihre nächste Heizungsentscheidung. Und deshalb muss eben einerseits Klarheit herrschen. Kann es hilfreich sein, wenn Klarheit herrscht über den Preis, wobei ich nicht sage, dass es so sein muss, aber es kann helfen. Und wir brauchen eben gerade im Verkehr und im Gebäudesektor zusätzlich begleitende Maßnahmen. Da ist der CO2-Preis ein wichtiges, aber auch nur eins von mehreren großen Instrumenten, die wir brauchen, um rechtzeitig Klimaneutralität zu erreichen. Andererseits ist der CO2-Preis eben so ein effizientes Instrument. Und deshalb, wenn man darüber in der Industrie und in der Energiewirtschaft Klimaneutralität erreichen will, dann kann das wunderbar klappen, aber dann muss der CO2-Preis hoch genug sein. Und dann muss vor allem auch Sicherheit herrschen, dass der CO2-Preis hoch genug sein wird, damit nämlich nicht auf einmal Unternehmen, die jetzt zum Beispiel ihre nächste Produktionsanlage komplett klimaneutral bauen, auf einmal feststellen, hoch, diese Differenzkosten, die wir haben zwischen klimaneutraler Produktion und fossiler Produktion, die sind mit dem aktuellen CO2-Preis der Union nicht drin. Was man machen kann, ist zum Beispiel einen Mindestpreis zu setzen im Emissionshandel der EU. Das ist eine sinnvolle Maßnahme, die man ergreifen kann, um dem eben zu einem gewissen Maße entgegenzuwirken. Wenn man einen hoch genugen Mindestpreis setzt, schafft man Planungssicherheit für die beteiligten Unternehmen. Auf der anderen Seite müssen wir uns bei diesen ganzen Diskussionen noch immer anschauen. Wir müssen gucken, wie lange es dauert, bis solche Maßnahmen umgesetzt sind. Wenn wir den EU-Emissionshandel nicht vor 2025 reformiert bekommen, um Wärme und Verkehr zu integrieren, dann sollte man vielleicht schauen, dass man vorher eine Lösung findet dafür, weil 2025, wir können uns nicht leisten, noch 5 Jahre länger zu warten oder 4 Jahre. Das heißt, man muss immer im Blick haben, wir müssen jetzt Emissionen reduzieren, jetzt schnell Emissionen reduzieren und dann müssen wir Maßnahmen ergreifen, die schnell wirken und die wir schnell einsetzen können. Und das wird dann am Ende zwangsläufig ein kluger Mix aus CO2-Bepreisung und Fördermaßnahmen, aber eventuell auch mal verboten sein, auf den man zurückgreifen muss, um eben sich diesen naturwissenschaftlichen Realitäten zu stellen. Denn was passiert, wenn man jetzt meint, dass man noch ein bisschen hinhalten kann mit der Klimapolitik und dass man einen CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne vielleicht nicht so schnell zumuten kann oder erst 2030 zumuten kann? Na gut, dann kriegen wir halt eine Erwärmung von 3 Grad, so wie wir gerade zusteuern. Und das ist garantiert nicht das, was für die Wirtschaft am besten ist, wie eben auch schon in so vielen Papers herausgestellt mittlerweile. Denn die Folgen der Erderhitzung auf die Wirtschaft, die sind ja nicht mehr zu übersehen in vielen Teilen der Erde. Schauen Sie mal nach Australien zum Beispiel. Und die werden uns ebenfalls treffen. Von daher sind wir einfach in einer Situation, die nicht angenehm ist. Wir müssen entweder sehr intensive, sehr starke Maßnahmen treffen oder wir kriegen eben eine dramatische Erderhitzung, die noch viel mehr Schaden anrichten wird. Die Aufgabe von Politik ist doch jetzt, die Maßnahmen, die uns möglich sind, und das ist in der Industrie und in der Energiewirtschaft, eben zum guten Teil ein CO2-Preis, aber in anderen Sektoren, der übrigens ergänzt werden muss natürlich, durch Fördermaßnahmen und so weiter, durch den Aufbau einer Infrastruktur für die Industrie, die es eben ermöglicht, klimaneutral zu produzieren. Da hängt noch ein riesen Rattenschwanz an Einzelmaßnahmen mit dran, ergänzend. Und eben der vielen, vielen starken Maßnahmen außerhalb eine CO2-Preisung in Wärme und Verkehr, die noch zu treffen sind. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe jetzt mal so ein bisschen hier auf meinen anderen Bildschirm geschaut. Da sind die ersten Fragen auch von dem Publikum mit eingekommen. Und die Fragen, die ich jetzt hier einfach mal einen Satz mal rausgreifen möchte. Ist einmal die Frage, diese 180 Euro, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Was würde das denn auf die
Netto-Stromverbraucherpreise, also für Industrie und Haushalt, über was reden wir denn da eigentlich? Möglicherweise fällt ja dann dadurch auch die EEG-Umlage weg. Und in dem Zusammenhang eben auch die Frage, wenn dann über diese Einnahmen, die der Staat über die Einnahmen, die aus dem Zertifikathandel oder Emissionshandel kommen würden, aus der Besteuerung, könnte man da nicht letztendlich auch mit dem Geld gezielt Förderungen in bestimmte Sektoren bringen, um letztendlich da den Aufwand etwas zu lindern. Vielleicht, Christoph, an dich die Frage, 180 Euro oder wer immer darauf antworten möchte, worüber sprechen wir da für den Endkunden, also für uns als Haushalt und für die Industrie? Also ich denke, da muss man auf jeden Fall unterscheiden zwischen den Kunden, die die volle EEG-Umlage zahlen, und der energieintensiven Industrie, die ermäßigte Sätze zahlt oder teilweise fast vollständig befreit ist. Und man muss dann auch überlegen, wie bilden sich die Preise am Markt, wenn wir in einem System sind mit sehr vielen Erneuerbaren, wird es häufiger, als wir es jetzt haben, Preise von Null geben. Und dann gibt es die anderen Stunden, in denen Gaskraftwerke die Preise setzen. Und da heißt dann 180 Euro pro Tonne CO2 ein Strompreis von ungefähr 10 Cent. Und dann sind wir im Mittel vielleicht bei 8 Cent gegenüber 4,5 im Augenblick grob an der Börse. Wenn wir da gegenrechnen, 6,5 Cent EEG-Umlage, die weitgehend wegfallen könnte. Es gibt natürlich ein paar alte Anlagen, die so hohe Fördersätze haben, dass auch bei den Großhandelspreisen noch Differenzzahlungen anfallen. Aber glaube ich, dass für Haushalte sich beim Strompreis nicht viel ändert. Aber das Signal für die Produzenten ist ein ganz anderes. Und auch für die energieintensiven Abnehmer, dass es sich dann eben lohnt, Strom stärker einzusetzen, wenn wir Überschuss haben durch viele Wind- und Solarstromeinspeisungen, und das umgekehrt wir versuchen werden, beim Laden von Elektrofahrzeugen oder auch in der Industrie den Stromverbrauch zurückzufahren, wenn wir in Knappheitszeiten sind, wo die Grenzemissionen eben noch, zumindest in der Übergangszeit, aus dem Gaskraftwerk kommen. Und zum Thema der sozusagen Einnahmen, die aus so einem sozusagen so einer Mengensteuerung kommen könnten, diese im Prinzip zu verteilen. Was würde so etwas, was würde das bedeuten? Über welche Summen sprechen wir da? Ja, also die Überschlagsrechnung, wenn wir das aktuelle Ziel der Bundesregierung für 2030 zugrunde legen, dann reden wir auch bei einer vollständigen Bepreisung aller Treibhausgasemissionen, also nicht nur CO2, über rund 100 Milliarden Euro Einnahmen. Wenn die komplett wieder zurückgegeben werden an die Haushalte, wie es die Schweizer zum Beispiel weitgehend machen, dann wäre die Nettobelastung für die Haushalte gering, aber natürlich für die, es gibt klare Anreize, doch weniger zu verbrauchen. Und da würde ich mich doch wehren wollen gegen die Aussage, dass Gebäudebesitzer nicht rational sind. Also es gibt, ich habe mich mit Konsumentenverhalten in meiner Diss beschäftigt. Ich würde auch nicht sagen, jede Entscheidung ist rational, aber gerade wenn es darum geht, über länger größere Anschaffungen nachzudenken, dann denke ich, machen sich die meisten Gedanken, was ist denn vorteilhaft, und dazu gehört auch die Kostenseite. Aber was man auf jeden Fall feststellen muss, ist ja, dass in diesen Studien, die ja gerade vom Umweltministerium in Auftrag gegeben wurden, um eben genau zu untersuchen, was bewirkt denn eine CO2-Bepreisung in Wärme und Verkehr, dass die zum Ergebnis kommen, ja, es wirkt, es bringt was, aber es bringt eben nicht genug. Es reicht alleine nicht aus. Es bringt nur eben gerade ein Drittel von den nötigen Reduktionen für das Regierungsziel, was wiederum
weit entfernt vom neuen EU-Klimaziel ist, was wiederum nochmal entfernt von dem 1,5-Grad-Pfad ist, selbst davon bringt es nur ein Drittel. Das heißt, wir müssen entweder einen deutlich höheren CO2-Preis ansetzen, beziehungsweise die 180 Euro einfach schneller erreichen als 2030 und ergänzend eben Fördermaßnahmen treffen, Verbote, im Zweifel auch Verbote treffen, um klare, um den Konsumenten klar zu zeigen, was Sinn macht und was nicht Sinn macht, zum Beispiel für Gasheizung. Und durch diese Kombination von Fördermaßnahmen, einzelnen Verboten und einer CO2-Preisung, durch diese Kombination können wir hinkommen, dass wir einen 1,5-Grad-Pfad einhalten. Aber wir können eben nicht hingehen und erwarten, dass die CO2-Preisung in der aktuellen Höhe alleine uns die notwendigen Einsparungen bringen wird. Die CO2-Preisung muss höher werden und wir brauchen noch viel mehr Fördermaßnahmen ergänzend nebendran. Ja, Frau Dött, die Frage, die mir jetzt so ein bisschen durch den Kopf schießt, das ist so ein bisschen, weil Sie eben so eindringlich an dieses komplexe Geflecht beschrieben haben, dem man sich dort dem man sich sozusagen als Politiker dort entgegenstellen muss. Und es sind auch viele Fragen, die wir hier bekommen haben, wie schwierig das ist, alle 26 EU-Länder zusammenzubringen, ob es vielleicht irgendwie Untergruppen gibt. Ein Gedanke, der mir durch den Kopf da gegangen ist, es hat ja viel mit Wandel und der Fähigkeit des Wandels zu tun. Das ist ja etwas, was auch zum Teil in den Köpfen der Menschen die Blockade ist. Also wenn jeder eigentlich so seinen eigenen Home-Turf hat, verteidigt. Aber vielleicht etwas weiter hergeholt, wenn wir uns den Flug zum Mond anschauen, diesen berühmten Moonshot von Kennedy, der damals eben letztendlich die Innovationsfähigkeit und den Wandel im Denken hervorgeschüttelt hat, indem er einfach ein unmöglich erklärtes Ziel einfach zum Ziel erklärt hat und dahinter so viel kreative Schaffenskraft hingesetzt hat, dass tatsächlich 7 Jahre später der erste Mensch auf dem Mond gelandet ist. Ist das vielleicht auch ein Weg, um sozusagen aus diesem, sage ich mal, doch sehr zähen und vielleicht als Deutscher darf ich das vielleicht auch sagen, sehr deutschen Bestreben, immer vor allem seinen eigenen Vorteil zu verteidigen, da nochmal in eine völlig neue Diskussionskultur in der Gesellschaft zu kommen und zu sagen, hier sind große Ziele und wir müssen andere Wege gehen und dafür darf es jetzt auch mal ein sehr ambitioniertes Ziel sein, von dem wir heute noch nicht ganz genau wissen, wie wir da eigentlich, wie das genau darzustellen ist, aber das allein als Anreiz für den Wandel? Also zuallererst einmal möchte ich hier festhalten, wir haben die Ziele. Die haben wir ja schon. Die wollen wir erreichen. Also weniger als 2 Grad, also 1,5 wollen wir am liebsten erreichen, aber das ist ein weltweites Ziel. Und jetzt müssen wir sehr genau gucken, wie kriegen wir das am besten hin? Kriegen wir das im europäischen Kontext hin oder kriegen wir das nur national hin? Ich bin also nicht unbedingt dafür, dass man alles national hinkriegt oder so, sondern dass man im Gegenteil also auch zumindest die Europäer mitnimmt und überlegt, wie kriegt man das auch weiter dann gestreut. Ich glaube, dass man Ziele erreichen kann, wenn man Erfolge verkauft und nicht ständig dran rummäkelt, was alles nicht ist. Also die Hälfte der Politik ist immer, sagte schon Ludwig Erhard, Psychologie. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Sondern wir haben eine ganze Menge geschafft bis hierhin und wir wollen auch noch weiteres schaffen. Das kriegen wir aber nur als nächstes im europäischen Kontext. Und wenn wir in Deutschland, wo wir da in Teilbereichen weiter sind, im Energiemix nicht unbedingt, aber in Teilbereichen weiter sind, kriegen wir das nur hin, wenn wir gleichzeitig die Industrie hier behalten, die Arbeitsplätze behalten. Wenn wir es sagen, als Industrieland schaffen wir das. Das heißt also, wir müssen sehr technologisch offen denken, sehr innovativ denken. Also Technologie offen heißt jetzt beispielsweise im Verkehrsbereich, um es ganz konkret zu machen, dass wir jetzt noch nicht auf E-Mobilität total setzen können. Wir wollen auch Wasserstoff
Wir müssen also die Umwandlung auch da haben, weil wir auch die LKWs haben, die Schwerlaster. Wir haben also auch Mobilität im Schiffsbereich. Wir haben im Flugbereich das. Wir brauchen synthetische Kraftstoffe. Wir brauchen Biokraftstoffe, weil die Autos, die jetzt ja da sind, auch noch fahren eine ganze Weile. Und wir wollen ja schon anfangen. Wir wollen ja nicht warten, bis wir hinterher dann nur E-Mobilität haben und die alten Möhrchen da jetzt da weiterlaufen lassen. Und das muss europaweit sein. Wenn wir aber alles perspektivisch auf E umstellen wollen, auf Elektrizität umstellen wollen, sowohl im Industriebereich als auch im Wärmebereich, als auch im was soll ich sagen, Industrie- und im Gebäudebereich, was letztendlich am effizientesten ist, wenn wir es dann mit erneuerbaren Energien schaffen, so perspektivisch, dann müssen wir diesen Weg doch vorzeichnen, wie wir es hinkriegen. Und wenn ich sage, also meinetwegen eine Heizungsanlage hält 20 Jahre, dann wird sie ausgetauscht oder so, dann muss ich doch jetzt das Effizienteste nehmen, was es schon mal ist oder so, weil ich dann erstmal bis 2030 schon mal einen ganzen Schritt weitergekommen bin. Weil es nicht anders geht, weil die Technologie ja nicht weiter ist. Ich kann ja nicht schnipsen und dann ist das auf einmal da. Und dann muss ich überlegen, geht das überhaupt in, das ist für mich noch nicht zu Ende gedacht, geht es überhaupt, wenn wir in Europa jedes Mal einen nationalen Energiemix haben? Ist nicht alleine durch den unterschiedlichen Energiemix in den Ländern eine Wettbewerbsverzerrung und kein gemeinsamer Markt möglich? Da bin ich aber noch nicht fertig. Da ist Wissenschaft auch noch nicht so ganz zu Ende gedacht, habe ich den Eindruck. Und von daher glaube ich, dass wir und was mir gut gefällt bei Fridays for Future ist, dass man diese Vision hat. Dass man weit denkt, dass man weltweit denkt. Aber dieses Weltweite geht nur, jeder kehre vor seiner eigenen Tür, dann wird die ganze Straße sauber. Aber da muss ich aber trotz alledem alle mitnehmen können. Und wenn ich nicht zeige, wie man es machen könnte, dann kriegst du nicht mit. Beim Emissionshandel zum Beispiel reden wir schon ewige Zeiten über Clean Development Mechanismen, die jetzt in Glasgow hoffentlich auf der UN-Konferenz im nächsten Schritt verhandelt werden. Dass man also anrechenbar Geschichten machen kann für Industrieländer, wenn man in Entwicklungsländern investiert. Das würde helfen sowohl beim Ausbau von Erneuerbaren, das würde helfen beim Ausbau von Wasserstoff, der dann letztendlich mit grünen Erneuerbaren eben CO2-neutral ist und so. Also wir haben verschiedenste Ideen und verschiedenste Sachen. So, und jetzt lassen Sie mich eine Sache noch sagen, was mich stört an dieser ganzen Debatte, ist, dass wir niemals über Kreislaufwirtschaft dabei reden. Kreislaufwirtschaft mindert CO2, was das Zeug hält. Wir brauchen perspektivisch dann nicht zusätzlich Rohstoffe irgendwo zu fördern, die sehr CO2-intensiv sind, sondern wir können die Sachen wieder einwenden. Wir sind in Deutschland viel, viel weiter als andere. Wir setzen aber zurzeit im deutschen Recht Sachen um, die unser System, was weiter ist als das europäische System, wieder zurückwerfen, es komplizierter machen, es teurer machen. Das darf nicht sein. Es muss immer, das beste Modell muss sich durchsetzen. Also es ist auch eine politische Geschichte, wie geht. Da müssen wir über Digitalisierung nachdenken. Wie verbinden wir das alles? Wie kriegen wir die Sektoren zusammen? Kriegen wir das gemessen? Kriegen wir immer die effizienteste Geschichte? Ist das just in time dann eingesetzt oder muss ich das immer laufen lassen oder so? All diese Sachen, da brauche ich die Netzstrukturen dazu, da brauche ich die Regulierung der Netze. Also ich könnte bis morgen früh jetzt reden, tue ich aber nicht und höre jetzt auf. Aber ich will nur sagen, es ist eine komplexe Geschichte und ich freue mich über Fridays for Future, dass Sie immer wieder diese Zielsetzung haben, aber ich bitte auch zu akzeptieren, dass wir überlegen, wie wir denn da hinkommen. Und die Ziele, die trage ich zu 100%ig mit. Ja, Herr Griemel, Sie waren angesprochen, jetzt gebe ich gleich das Wort an Sie weiter. Also erstmal, die Kreislaufwirtschaft ist eine fantastische Sache. Da sind wir die allerletzten, die in irgendwelche Steine im Weg gehen. Super. Mein Punkt ist doch, wenn Sie sagen, die Ziele trage ich mit, dann, ich meine, ich bin begeistert davon, wenn Sie ein Cap bei 0 bis 2035 setzen in der EU. Aber das muss dann halt auch passieren. Das Problem ist immer, wenn man auf der einen Seite eine große Befürwortung für Ziele da ist, aber auf der anderen Seite an den Details, da scheitert es dann, weil man eben dann doch nicht den Cap 2035 auf Null setzen will, sondern dann Sorgen hat und lieber einen schwächeren Cap setzt, aber dann auch keine anderen Maßnahmen trifft, die ausgleichen würden, was man in Sachen CO2-Bepreisung ja nicht ambitioniert genug vorgelegt hat. Das ist doch ein Kernproblem, dass es immer erstmal
ein Unwohlsein gibt, irgendwie weit nach vorne zu denken, mutige Maßnahmen zu treffen, aber gleichzeitig das Unwohlsein sehr groß sein wird, wenn wir die Entscheidung jetzt nicht treffen, weil wir eben eine Runaway Global Warming kriegen, was uns massive Schäden in Gesellschaft und Wirtschaft anrichtet. Und was wir brauchen, ist ja eine Aufbruchsstimmung in der Gesellschaft. Eine Aufbruchsstimmung, die durch Visionen erzeugt wird, aber auch durch PolitikerInnen, die dann mitnehmen wollen und die nicht betonen, was es für Schwierigkeiten gibt, sondern die Lösungen aufzeigen, wie es gehen kann. Die aufzeigen, dass wir mit klimaneutralen Technologien weiterhin wirtschaftlich stark sein können, aber eben unter Einhaltung der Klimaziele. Das ist immer die Prämisse. Weil wenn wir die Klimaziele nicht einhalten, dann geht uns sowohl die Gesellschaft als auch die Wirtschaft vor die Hunde. Bisschen plakativ gesprochen. Das muss doch immer die Voraussetzung sein. Und dann brauchen wir eine Aufbruchsstimmung, die nicht nur von uns getragen wird, sondern die auch von der Politik getragen wird. Die sich nicht darin versteht, dass man sich ein bisschen Rückhaltung übt. So, ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir da und da nicht Schaden anrichten und wir müssen vorsichtig mit der Autoindustrie sein. Naja, das geht sehr wohl mit E-Mobilität. Ich glaube, das Letzte, was irgendwie einem Fridays for Future Menschen behagt, ist irgendwie VW zu loben, aber mittlerweile sind die doch einigermaßen dabei bei der E-Mobilität. Das kann man ja wohl nicht abstreiten. Sicherlich, sie müssten schneller sein und dass sie immer noch so große Autos bauen, ist natürlich auch nicht gut. Aber wir sehen doch, dass die Industrie kann, wenn man ihr die Rahmenbedingungen setzt. Und deshalb brauchen wir eben Politikerinnen, die mutig die Rahmenbedingungen setzen und die sich eben auch trauen, einen CO2-Preis so hoch zu setzen, dass er eben wirkt, dass die Industrieunternehmen eben einen Vorteil haben, wenn sie klimaneutral wirtschaften. Das sind mutige Entscheidungen, aber die brauchen wir jetzt und die gehen auch. Wir haben mehr Innovationsgeist hier, als es mir in der politischen Diskussion so ein bisschen vorkommt, dass da wäre, beziehungsweise vor allem einfach mehr Umsetzungsgeist. Wir haben ja die allermeisten Technologien schon da. Die müssen sicherlich noch zum Teil verbessert werden, aber wir haben doch die ganzen Schlüsseltechnologien schon da. Und was wir jetzt brauchen, ist eine Atmosphäre, die ermöglicht, die auch großskalig auszurollen. Das war schon fast ein Schlussplädoyer, zu dem ich Sie später nochmal aufgefordert hätte. Ganz herzlichen Dank dafür. Christoph, vielleicht nochmal eine Frage an dich, bevor wir dann auch so langsam da versuchen, so einen Bogen drum zu machen. Wir haben jetzt viel über die Instrumente gesprochen, die wir hier einsetzen und die Gründe, warum sie eingesetzt werden, aber aus vielleicht wirtschaftsökonomischer und wirtschaftswissenschaftlicher Sicht. Du hattest vorher auch mal das Wort Aktionismus aufgeworfen. Auch da sind Fragen dazugekommen. Wie effizient würdest du denn das beschreiben als aus der wissenschaftlichen Sicht dieser Maßnahmenmix, den wir jetzt haben, den wir hier haben? Wo würdest du das einordnen? Ich würde gerne erst kurz was sagen für die Kreislaufwirtschaft, die beiden Mitrednerinnen gefordert haben. Da wäre 180 Euro pro Tonne CO2 ein Riesenanreiz, weil das würde die Primärherstellung von Stahl, von Alu verteuern und die Anreize fürs Recycling erhöhen. Aber mindestens europaweit. Ich glaube, das wäre so ein anderer Punkt. Der Unterschied zur Mondlandung ist, Kennedy hat da eine Behörde in seinem Land auf Trab bringen müssen. Hier müssen wir europaweit oder eigentlich weltweit, wenn wir das Problem lösen wollen, Leute motivieren, die Technologien, die da sind, einzusetzen und auch, dass jeder möglichst den Eindruck hat, dass er nicht unfair behandelt wird gegenüber anderen. Und da würde ich nochmal plädieren, ein einheitlicher Preis ist ein klares Signal. Alle, die den Preis unterworfen sind, werden gleich behandelt. Während bei jeder Subvention freuen sich die, die sie bekommen. Und die, die es nicht bekommen, sagen, ich will jetzt auch mein Stück vom Subventionskuchen. Und von daher, ich bin sicher, die Koordination auch Europa und weltweit geht besser, wenn wir über CO2-Bepreisung reden, als wenn wir jeder sein eigenes Süppchen kocht. Aber
bei deiner Frage, wie ich das bisherige einordne. Da muss man klar sagen, einfache Modelle würden sagen, das ist der Ökonomie, das ist sehr ineffizient, was wir bisher gemacht haben, aber so einfach ist die Welt nicht. Ich denke, auch die Förderung des EEGs, die den deutschen Umlagezahler, Stromverbraucher ja, zurzeit über 20 Milliarden Euro pro Jahr kostet, die hat dazu geführt, dass überhaupt PV von früher, ja, 99 Cent pro Kilowattstunde inzwischen in Deutschland bei Produktionskosten von 5 Cent pro Kilowattstunde ist. Also von daher, wir brauchen sicherlich gezielte Anreize, aber wir brauchen gerade, weil wir eben nicht mehr im Jahr Null der Energiewende sind, wir müssen jetzt auch für alle gemeinsame Regeln definieren und für mich gehört da auf jeden Fall ein Preis mit dazu. Nicht als einziges Politikinstrument, aber als ein von mehreren. Worauf ich noch wirklich gerne eingehen würde, ist einmal die Frage, die ja viel diskutiert wurde, gerade eben, auf welcher Ebene man das am besten umsetzt. Weltweit, EU, Deutschland, vielleicht sogar in Bundesländern, einzelne Städte. Ich denke, das, was wir uns da vor Augen halten müssen, ist eben, dass wir nicht in der idealen Welt leben. Idealerweise, da stimme ich Ihnen allen völlig zu, ist es natürlich, wäre es natürlich perfekt, weltweit einen einheitlichen CO2-Preis zu setzen, alle unter den gleichen Wettbewerbsbedingungen, wunderbar. Das nächstbeste wäre natürlich, das europäisch zu machen, logisch. Aber wir leben eben nicht in einer perfekten Welt und wir leben vor allem in einer Welt, in der unheimlich viele Bremser durch die Gegend rennen und gerne verhindern wollen, dass wir ernsthaften Klimaschutz gemacht kriegen. Nicht im Interesse der Mehrheit, sondern zum guten Teil leider im Interesse Einzelner. Aber die rennen eben rum und die haben wir in der EU, auf deutschlandweiter Ebene auch eine ganze Menge und die haben wir erst recht weltweit. Das heißt, wenn es weltweit zu schwierig ist, was umzusetzen, was wir mittlerweile seit über 30 Jahren sehen, ist ja nicht so, dass man es nie versucht hätte weltweit, dann sollte man auf die nächste Ebene runtergehen. Und wenn was auf der EU-Ebene zu lange dauert, dann sollte man wirklich bitte, bitte ganz schnell dafür sorgen, dass das zumindest deutschlandweit umgesetzt wird. Wir müssen uns ein Verständnis für diese Knappheit an Zeit geben, die wir noch haben, um die Klimakrise aufzuhalten, bevor es wirklich hässlich wird. Und das heißt, dass man eben nicht einfach nach einem politisch, realpolitisch nicht erreichbaren Idealzustand zwingend greift, den kann man natürlich, den sollte man natürlich sehr gerne versuchen, aber dass man, wenn das nicht schnell genug klappt, das nächstbeste Mittel ohne zu zögern umsetzen wird. Das ist doch der Punkt, den wir uns alle klar machen müssen in Sachen Klimapolitik. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir kommen auch so langsam dem Ende unserer Diskussion zu. Wir haben doch einige Punkte hier aufgeworfen, wo es eine breite Übereinstimmung gibt, auch insbesondere was die Notwendigkeit des Handelns angeht. Wir haben natürlich nicht bei jedem Thema den Konsens gefunden, aber das war auch ja nicht das Ziel, hier einen Konsens zu finden, sondern den Diskurs zu weiten. Und in dem Zusammenhang würde ich Sie gern jetzt einladen, vielleicht einfach nochmal in vielleicht zwei kurzen Sätzen einmal noch eine Zusammenfassung für sich selber und einen Schlusssatz zu sagen. Und wenn ich bei Ihnen anfangen darf, Frau Dött, möchten Sie anfangen damit? Ja, es muss Spaß machen, das umzusetzen und von daher müssen wir es auch positiv angehen. Ich bin überzeugt davon, dass wir da weiterkommen, je mehr wir Technologieoffenheit zulassen und eher die Chancen sehen als die Risiken. Dankeschön. Herr Grieme. Ja, ich denke, was wir uns bei der Klimadiskussion immer klar machen müssen, wir haben nur eine Chance. Wenn wir die nächsten 10 Jahre so weitermachen, wie wir die letzten 10 Jahre Klimapolitik gemacht haben, dann wird das richtig hässlich. Dann ist es immer noch besser, in 10 Jahren zu handeln, als nie zu handeln, aber dann wird es schon richtig hässlich. Und diese eine Chance, die wir haben, die müssen wir nutzen. Und wir können uns nicht an irgendwelche Idealmodelle dranhängen, sondern wir müssen Klimapolitik so betreiben, dass wir den besten Nutzen rauskriegen und dass wir effektive Reduktionen bekommen. Und da müssen wir wirklich einfach ganz, ganz offen drauf schauen, welche Maßnahmen wirken. Und welche Maßnahmen sind vielleicht gerade nicht umsetzbar und sollten durch die nächste besser ersetzt werden? Dankeschön. Christoph?
Ich denke, wir brauchen Idealismus und ein Setzen auf vernünftige Maßnahmen. Und Vernunft heißt verhandeln. Und Vernunft heißt aber auch, sich dann auf etwas einigen. Und in dem Sinn hoffe ich, dass ich und wir mit dieser Diskussionsreihe dazu beitragen, dass sich die Politik, die Akteure auf einen CO2-Preis als Leitinstrument einigen können. Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an Sie, auch an das an Sie Vortragende, aber auch natürlich an das Publikum. Wir hatten in Summe über 100 Personen, die sich eingewählt haben. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Und wenn ich das jetzt ein ganz klein bisschen auf mich wirken lasse, was ich hier heute gehört habe, dann denke ich, haben wir heute uns zwar über verschiedene Wege und verschiedene Maßnahmen unterhalten und waren nicht immer einer Meinung, aber es ist ganz klar aus meiner Sicht herausgekommen, dass dieses Thema, was wir haben, ganz stark mit einem gesellschaftlichen Wandel verbunden ist, mit dem Mut, mit der Glaubwürdigkeit und dem Veränderungswillen und wo jeder ein Stückchen daran mitmachen muss, dass das tatsächlich auch gelingt. Es scheitert nicht an dem Willen, es scheitert nicht an den Visionen, hat es hier überhaupt gar keinen Widerspruch gegeben, sondern es scheitert vielleicht an der Geschwindigkeit, die man sich dort zutraut. Und ich glaube, das ist der Appell, der von hier aus ausgehen kann, eben mit einem solchen Diskurs über die Grenzen hinweg einmal dieses Dilemma aufzuzeigen, wo in dem wir uns gerade befinden, dass es eben den Wunsch gibt, aber ein übergeordnetes Ziel zu erreichen, aber eben sehr viel noch immer auf das Eigeninteresse geschaut wird und der gesellschaftliche Wandel nicht in dem Maße fortschreitet, wie es wünschenswert wäre, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist eigentlich eine sehr schöne, sozusagen schöner Bogen zu dieser allgemeinen Einführung in das Thema, in den nächsten drei Modulen, die wir haben werden, werden wir jetzt noch einmal tiefer schauen in die Sektoren, in einzelne Sektoren und werden dafür im zweiten Modul, in dem kommenden Modul übrigens mit dem Thema Mobilität auseinandersetzen. Es wird Herr Winfried Herrmann, der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, zu uns kommen und Herr Dr. Christian Scheel vom Verband der Automobilindustrie. Wir werden das am 17.05. Wir werden das am 22.04. haben, dieses Modul. Und das Modul zum Thema Industriesektor am 17.05. und am Ende Juli dann zum Thema Wärmeversorgung in den Gebäuden sprechen. Darf mich jetzt an dieser Stelle bei Ihnen, Frau Dött, bei Ihnen, Herr Grieme, und bei dir, Christoph, ganz herzlich bedanken für eure Zeit, für eure Einsichten und Ansichten und auch bei Ihnen den Zuschauerinnen und Zuschauern für ihr Interesse an unserem Format. Das hat uns sehr gefreut. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei Ihnen verabschieden für heute. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Abend und freue mich dann auf ein Wiedersehen am 22.04. Und vielen Dank auch an den Moderator und vielen Dank an die Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten. Ich denke, es war ein schöner Einstieg. Es hat deutlich gemacht, wir haben große Herausforderungen und ich freue mich, wenn wir das gemeinsam weiter vertiefen können. Dankeschön. Vielen Dank zusammen und einen schönen Abend. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke.